Das ist Bussi Bär und sein bester Freund Bello. Hallo Kinder! Heute kommen Bussis Freunde vorbei, um gemeinsam einen Erdbeerkuchen zu essen. Bussi und Bello sind schon ganz aufgeregt. Bello, wir müssen heute noch in den Wald gehen und Erdbeeren für unseren Kuchen pflücken. Kuchen. Ich kann's kaum erwarten, ein Stück in meinem Mund zu haben. Komm, du Faulpelz, dann machen wir uns mal auf den Weg. Am Waldrand, gar nicht weit von Bussis Haus, wachsen die süßesten roten Erdbeeren, die man sich nur vorstellen kann. Erdbeeren wachsen auf dem Boden, meistens in der Nähe des Waldes oder im Garten. Sie sind eine leckere Zutat für Joghurts, Eis, Marmelade und die schönsten Erdbeerkuchen. Sie sind süß und rot. Erdbeeren schmecken im Sommer besonders gut. Ach, Bello, du sollst die Erdbeeren pflücken und nicht alle gleich essen. Entschuldigung, aber die sind so lecker. Komm, Bello, ich glaube, wir haben jetzt genug Erdbeeren gesammelt. Bussi und Bello machen sich mit den Erdbeeren auf den Weg nach Hause. Frisch gebacken steht der duftende Kuchen auf dem Tisch. Bello läuft das Wasser im Mund zusammen. Doch etwas fehlt noch. Wo ist denn bloß die Sahne? Ich hab sie doch irgendwo. Die steht doch direkt vor dir, hinter dem Käse. Ach, Bello, wenn ich dich nicht hätte. So, jetzt sind wir soweit. Fehlen nur noch... Hallo, Bussi. Gerade in diesem Moment kommen Bussis Freunde bei der Tür herein. Hopsi, der Hase und die Katze Mau. Sie sind schon hungrig und freuen sich auf den Erdbeerkuchen. Die vier Freunde haben den Kuchen nach draußen gebracht. Denn an so einem schönen Tag schmeckt's im Freien gleich doppelt so gut. Ich hoffe, das Stück ist dir groß genug, Bello. Oh ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Huch, da kommt noch ein Gast hinzu. Eine Wespe hat den Kuchen erspäht und will auch ein Stückchen abhaben. Hey, da ist eine Wespe auf dem Kuchen. So ein Kuchendieb. Die Wespe mag das gar nicht gern, wenn jemand in der Luft herumfuchtelt. Verärgert fliegt sie um Bellos Kopf. Bello, nicht! Halt still! Sie wird dir nichts tun, wenn du stillhältst. Auch Wespen haben Hunger. Vor allem bei süßen Sachen kommen sie gern, um mitzuessen. Wespen tun dir nichts. Man darf nur nicht herumfuchteln. Das wusste ich nicht. Jetzt, wo die Wespe weg ist, können wir ja weiter essen. Oh ja! Dann lasst es euch schmecken. Bussi, Bello, Hopsi und Mau ließen sich den Kuchen schmecken, bis alle rundum satt waren. Lernen mit Bussi. Hast du dich schon einmal beim Spielen verletzt? Dann weißt du sicher, wie wichtig es ist, erste Hilfe zu leisten. Wenn ein Freund sich schneidet oder hinfällt, hilft meistens ein Pflaster. Wird er von einer Wespe gestochen, hilft es, die Stelle zu kühlen. Wenn's aber mal schlimmer kommt, musst du einen Verband um die Wunde legen. Wenn du kein Verbandszeug hast, reicht auch ein Stück Stoff oder ein T-Shirt. Und ganz wichtig, wenn es zu stark blutet, müsst ihr die Notrufnummer 112 anrufen. Dort sagst du, was passiert ist und wo es passiert ist. Leg nicht gleich auf, denn vielleicht hat die Person am Telefon noch Fragen. Dann wartest du einfach, bis die Hilfe eintrifft und tröstest deinen Freund. Bis zum nächsten Mal, Kinder. Euer Bussi Bär.